Hallo ihr Süßen und willkommen zurück zu Dying Light. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Fallon, deren Papiere bzw. Kamera haben wir im Schlepptau. Haben wir ein bisschen Kohle abgrabbeln. Wo ist dieses GAE-Paket? Es ist zwar verlockend, aber nein, jetzt nicht. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Es ist echt furchtbar. Ich glaube, ich habe auch noch nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Aber okay, das ein andermal. Und dann gehen wir zu Rais, weil da kriegen wir auch noch eine Belohnung. Ach, der da. Passt ja. Immer erst vorbeilaufen. Sie haben es geschafft. Yeah. Wie soll ich Ihnen danken? Gib mir Geld. Wie heißen Sie? Die Leute werden von Ihnen erfahren. Mein Name ist egal, denn Sie sitzen hier trotzdem fest. Hier kommt keiner raus. Aber warum haben Sie mir dann geholfen? Ihr Leben riskiert. Um Ihnen zumindest die Chance zu geben, mich eines Besseren zu belehren. Viel Glück, Fallon. Ich verstehe. Danke. Und viel Glück. Belohnung 2000. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nicht verteilte Wendigkeitspunkte. Was ist das? Rückschlag. Verwenden Sie Wurfwaffen oder die UV-Lampe, wenn Sie sich während des Sprintens umschauen. So lassen sich Infizierte leichter stoppen. Halbiert den Schaden bei Stürzen. Nehme ich mal. Ich gucke mir gerade gar nicht das andere an, weil ich fall sehr oft. Trampel! Kleines Trampeltier. Erlegen Sie am Boden liegende Feinde mit einem Tritt auf den Kopf. Sie können diese Fertigkeit ebenfalls bei Befallenen einsetzen, die auf einen Vorsprung klettern. Auf dem Sie stehen, drücken Sie zum Treten L1, während Sie über dem Feind stehen. Das ist sehr schön. Giftiger Schlag am Boden. Kraftangriff. Ich mache hier diesen Tret. Immer treten. Treten ist gut. So, jetzt gehen wir zu Rais. Hi. Nee, ich will jetzt nicht handeln. So billig sind die nämlich gar nicht. Oh, jetzt ist wieder die Sache. Wie komme ich hier ein... Komm... Hi. Es hat gebrannt, aber das interessiert uns nicht. Das interessiert uns nicht, denn wir wollen zu unserem Schatz. Sie, Rais. Rais hat eine Belohnung für uns. Hi! Kannst mich doch nicht einfach so anspucken, Mann. Wo willst du ihn? Weiß ich nicht. Nee, ich hau lieber ab. Ich hau lieber ab, weil es einfacher ist. Tada. Oh, ein Schlag. Aha, das mache ich eigentlich gar nicht irgendwie. Es brennt wieder. Mal gucken. Oh, ist mal vorbeigesprungen. Okay, ich bin so schlecht. Ah, Todesstoß. Haben wir gleich mal geübt. Gar nicht so unschlecht. Was sollte das? Doch was in der Hand, das will ich haben. So. Alter, sind wir hier im Gebirge. Also, teilweise komme ich mir echt vor wie im Gebirge. Oh. Das macht keinen Spaß. Können wir hier nicht eine... Können wir hier nicht eine Straße durchbauen? Wieder rumrennen. Rumrennen ist schön.
Okay. Mann, die haben Spaß da. Wie weit bist du? Sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich. Was für ein Umweg? Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Es wollte mich, aber es hat mich nicht gekriegt. Und da kommt ein Runner. Warum auch nicht? Oh yeah, die willst du auch explodieren. Warum sind die nicht mit draufgegangen? Keine Ahnung. Keine Zeit für euch, jetzt kommen hier nämlich ran. So, was für ein Umweg jetzt hier schon wieder. Oh, wir sind schon da. Das ist doch gar nicht so schlecht. Was soll, finden Sie die vermisste Patrouille? Soll ich die denn umbringen? Oh, guck mal, hier ist noch ein nicht eingenommenes... Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas ja, hat sie wir? In Stücke gerissen. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Was? Ich soll die... Keine Ahnung. Na los! Oh, hi. Ich soll das Areal säubern. Er hat gesagt. Oh, das ist ein Gewehr, ey. Hast du den Umschlag? Noch nicht. Einen Moment. Komme ich hier runter? Hier wieder. Tue ich mir dann weh? Ja. Die Gedärme raus. Wer war denn der Typ da oben? Gehörte der jetzt nicht dazu? Ah, da ist ein Schlüssel. Hier, hier. Ich habe das Gefühl, mir springt gleich irgendwas an hier. Oh, blä, blä. Granaten. Granaten? Wie viele sind denn hier noch? Da ist noch einer. Oder etwas. Hä? Nee, da. Wie viele sind denn da noch? Himmel, A und Sirn. Ich sehe nichts mehr. Ich übersehe hier wieder irgendwas Lebensnotwendiges. Ich weiß, dass ich hier nicht gucken soll. Was zum Henke? Da ist was drin. Wie komme ich hier rein? Komme ich hier rein? Hä? Muss ich vielleicht von oben mal gucken? Ja, das wäre ratsam. Auf dem Dach. Erstmal. Julio. Ist irgendwas drin? Julio! Kann man nicht aufmachen.
Toll. So, jetzt muss ich jetzt hier nochmal suchen. Bin ich jetzt zu doof? Na, sicherlich bin ich zu doof. Soll ich hier nach einem Umschlag suchen? Da liegt was. Da liegt was. Übersehe ich das? Bin ich zu doof oder so? Mal ganz ehrlich. Aber ich sehe hier nichts. Hier ist nichts! Also sag mir jetzt nicht... Oh Gott. Das ist so peinlich. Okay, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Bring das gute Stück sofort zu mir. Du wirst hier noch zum Helden. Oh Gott. Ob ich das wirklich will, da bin ich mir nicht so sicher. Oh mein Gott, ey. Hey, du, komm mal her. Hier auf der Antenne. Kannst du mich sehen? Hier oben. Ich brauche deine Hilfe. Really? Bin ich da jetzt eben gerade? Nicht mit mir, Freundchen. Kannst unten weitermachen. Hier hat doch eben gerade einer geschrien hier auf der Antenne. Auf welche Antenne? Hier oben auf der Antenne. Welche Antenne? Da? Okay, jetzt halt. Keine Zeit für sowas. Ich soll zu Reis. Reis! Erstmal Schloss knacken. Nein. Yes. Okay, mir scheint, Rais ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, nicht wirklich. Aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt, besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl. Wird schon wieder dunkel? Mein Gott. Keine Zeit für euch. Ich habe ein Date mit Rais. Date, ein Date mit Rais. Oh, wir können schon wieder nicht rennen. Und die Waffe ist schon wieder kaputt. Einmal kann ich noch und dann muss ich die Waffe wieder abgeben. Eigentlich kann ich die jetzt schon abgeben, oder? Bringt mir auch nicht mehr so viel. Hier schon wieder dicken. Alter, ich habe das Gefühl, ich renne hier durch ganz München. Von A nach B. Da. Nee, Stacheldraht. Stacheldraht haben wir gelernt. Tut ein wenig weh. Hi Leute! Ihr habt mich doch sicherlich vermisst, oder? Hui. Hier, die Entwürfe. Ich wollte an ihm vorbeirennen. Du bist viel verlässlicher als diese Säufer. Rais wartet auf dich. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Okay, er wartet auf mich. Mein Baby wartet auf mich.
Haben Sie die ganze Hand verstanden? Ich gebe dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition. Und du bist wirklich die dritte Aufgabe zu erledigen. Okay. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Turms. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin. Wirklich nicht. Boah, aber so klar. Deine Tür zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hütchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Oh, wie unfair. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Komm bei mir. Können wir ihn nicht umbringen? Ich hab hier was für dich. Können wir ihn nicht umbringen, Mama, bitte? Ach Mist. Was? Ach Mist. Ich muss mir jetzt eine Stelle suchen. Es wird dunkel. Also wenn ich jedes Mal so atmen würde, wenn ich unter Wasser wäre, für ein paar Sekunden, dann würde ich mir immer Sorgen machen. Auf den Zug rauf. Warum muss ich genau... Natürlich. Natürlich. Ich kann nicht auf diesen Zug. Nein, ich muss auf diesen. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Raiz zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen Sie nicht für Insubordination, Crane. Machen Sie's. Mhm. Ach, fick dich, du Arsch. Ja. Lasst alles stehen und liegen und begebt euch sofort ins nächste Versteck. Es wird Nacht. Nee, es wird Nacht. So, jetzt bringen wir erstmal das Antizin zum Turm. Da können sie ja würfeln, wer jetzt das kriegt. Und anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Bahnhof? Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Erstmal machen wir das, ja? Sonst sterben wir hier mitten in der Nacht. Habe ich keinen Bock drauf. Ach so, ich hatte die Lampe schon an. Immer vorsorglich. 24 Stunden am Tag. Taschenlampe an. Okay, eine Sicherheitszone. Eine Sicherheitszone. Wie lange brauche ich denn eigentlich noch bis zum Turm?
Schatten. Will ich das bereuen? Bracken, hier ist Crane. Hörst du mich? Bracken, hörst du mich? Ach, Scheiße. Jade, hier ist Crane. Hörst du mich? Crane, wie viel Antizien hast du denn? Das ist unhöflich. Also, er hat uns reingelegt. Ich habe nur 5 Ampullen. Was? Verdammt, das reicht nur für ein paar Tage. Hör mal, Crane, wir haben ein Problem hier. Im 18. Stock kam es zu einem Ausbruch. Mhm. Komm schnellstens zurück. Ja, das versuche ich gerade hier. Gib mein Bestes. Ich glaube, ich bereue gerade, dass ich nicht irgendwo in der Sicherheitszone hier übernachtet habe. Ah, nee, ich bin schon da. Geil. Yuppie! Hi, du hast nichts zu sagen? Was ist? Du kennst Jafar, oder? Der Typ aus der Werkstatt. Er sucht einen fähigen Kurier. Wofür? Wollte er über Funk nicht sagen. Ich glaube, es ist etwas Wichtiges. Okay. Okay. Um nachts Schatten hier aufzuspüren? Ja, das weiß ich doch. Hauptsächlich krieg ich erstmal so einen Tipp, ey. Simple Hacke. Oh, das ist alles. Das sind alles Sachen, die ich nicht brauche. Ah. Reis? Und das wäre? Mr. Crane, kennen Sie jemanden namens Volkan Yassif Dahl? Volkan Dahl? Klar. Dem gehört Volkan Petrol Engineering. Er ist der reichste Mann von Haran. Vollkommen richtig. Und Mr. Dahl benötigt Ihre Dienste. Ich wusste nicht, dass er noch hier ist. Die meisten seiner Angestellten wurden zwar evakuiert, aber seine beiden Chefingenieure sind noch in den Slums. Die Zwillinge Tolga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maße ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet sie eine großzügige Belohnung. Großzügig ist immer gut. Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Wir machen sie den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denke drüber nach. Okay. Wunderprächtig. Du hast nichts zu sagen. Du hast was zu sagen. Komm hier, komm. Sag's mir. Crane, der Mann, der den Strom wieder angeknipst hat. Hier, nimm das. Entschuldige meine schlechte Laune, aber ich habe heute einen richtig miesen Tag. Kann ich irgendwie helfen? Ja, aber Bracken erlaubt... Der hat gerötete Augenringe. Ist das was Wichtiges? Der verwandelt sich. Bracken will nachts mehr Sicherheit. Zu viele Kreaturen der Nacht vor der Tür, verstehst du? Also habe ich eine Lichtanlage gebastelt. Mit fetten 10 Kilowatt UV-Lampen. Verbrennt einen Schattenjäger in 60 Metern Entfernung. Das wäre nur genial. Aber die nötigen UV-Strahler sind an den Türmen der Brücke der Schande montiert. Und schon wieder Brücke der Schande. Meinst du damit die Feuerwand der Schande? Klar. Die größten UV-Strahler der Hemisphäre. Alfie, das System hat nicht funktioniert. War eine Katastrophe. Die mussten die Brücke demontieren. Wäre der Strom nicht ausgefallen, hätte es funktioniert. Als du die Umspannwerke neu gestartet hast, ist das System wieder hochgefahren. Man kann's nachts sehen. Jemand muss also diese Strahler holen. Stimmt, ja, genau. Das Problem ist, ein paar von den Dingern sind ausgebrannt, klar? Die nützen uns nichts. Um also rauszufinden, welche noch leuchten, muss man sie einsammeln, während das System an ist. Noch so ein Nachteinsatz. Ranzukommen ist nicht schwer. Aber sobald du die Strahler entfernst... Bist du auf einer pechschwarzen Brücke und hast mächtige Probleme. Ja, weißt du was? Vielleicht hat Bracken recht. Vergiss die Sache einfach. Aber es ist wirklich jammerschade. Mhm. Ja, wir machen die Mission auf jeden Fall, aber... etwas später. Ich hab keine Ahnung. Also ich muss jetzt erstmal gucken.
Ich muss erst das Antizin abliefern, Leute. Erst das Antizin. So, verkaufen. Die ist nur noch einmal reparierbar. Polizeigewehr. Geil. 75. Ach, scheiße. Oh, Fleischhackmesser. Weg. 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 Ja, weg. Selbstgebaute Granate und sowas ist sicher. 8000 habe ich jetzt angesammelt. Geil. Entwurf Benjamin Franklin Mod. 106. Der ist viermal reparierbar. Ich muss erst sparen. Ich kann hier nicht immer so viel Geld ausgeben. Das geht nicht. So. Jetzt müssen wir nach oben, ne? Hallo? Doch, da. Wir geben jetzt das Antizin ab und dann mache ich vor Schluss. Und dann werde ich offscreen diese... Laber. Achso, ja, 18. Stock. Da ist ja auch noch was. Antizin, das ich habe, schnellstmöglich zum Turm bringen. Da werde ich offscreen auf jeden Fall diese Pflanzenmission machen, weil das finde ich irgendwie so ein bisschen langweilig. Und vielleicht ein bisschen aufleveln. Hast du das Antizin? Oh Gott! Was ist passiert? Eine Person hatte sich verwandelt und ein paar andere saßen fest. Wir hätten die Wohnung abriegeln können, aber Brecken wollte so viele Leute wie möglich retten. Es war übel. Jemand musste ein Ende machen. Jetzt ist die ganze Etage verloren. Leider auch ein paar Kinder. Du redest besser mit Brecken. Ich bringe Lena diese Medizin. Wie schnell verwandeln die sich denn? Mal ganz ehrlich. Hier, der Schön, Hörsene. Dich zu sehen. Oh, ja? Sei froh, dass du den Mist hier nicht mitbekommen hast. Oh, das war alles, was er mir sagen wollte. Wir sind mal ganz... Im Ernst, wir sind daran schuld, dass im 18. Stock sich jetzt welche verwandelt haben und auch Kinder draufgegangen sind. Das ist eigentlich scheiße. Richtig scheiße. Wir sind scheiße. Ja, wie soll man das sonst sagen? Schade, dass ich nicht hätte selber wählen können. Ich hätte das anders gemacht. Du schaust dir da ein weißes Bild an. Hier werden die Antizinabwürfe angekündigt. Und das hat einfach aufgehört. Da waren Kinder drin! Ich war wie gelähmt. Lena musste eingreifen. Vielleicht sollte sie übernehmen. Zum Teufel, Crane! Ich bin kein Anführer! Mhm. Ich bin ein verdammter Parkour-Trainer! Also das Freerunning... Das warst du? Brecken, du hast den Leuten geholfen zu überleben. Weißt du, was ich in der Tasche hatte, als ich nach Harran kam? Visitenkarten, verdammt nochmal! Ich hatte gehofft, hier ein paar Schüler zu finden. Vielleicht sogar genug, um mir ein Haus leisten zu können, statt dieser abgeranzten Mietwohnung. Also, ich werde selbst mit Rice reden. Hey, Moment mal. Diese Leute brauchen dich. Gib mir ein bisschen Zeit, okay? Es muss einen anderen Weg geben, einen besseren Weg. Gut, ich warte. Aber nicht lange. Oh Mann. Ich bin so ein Arsch. Zeit, dass ich endlich mal was Gutes tue. Ja, das ist schon echt überfällig. Soll ich einen ruhigen Platz auf dem Dach suchen? Okay, das können wir ja noch machen. Na, so ruhig ist der ja auch nicht. Unterschubsen. Rahim! Hey, was machst du hier oben? Hey, Crane! Kann ich dir trauen?
Wie viel hast du denn intus, Junge? Kann ich oder nicht? Ja. Was gibt's? Siehst du den Wolkenkratzer? Späher haben dort ein Schattenjägernest entdeckt. Wenn wir das zerstören, könnten wir nachts auf Mission gehen. Ein also Schattenjägernest? Sprengsätze anbringen. Ach Mann, der Plan schon wieder. Crane, das muss sein. Solange es das Nest gibt, werden wir nie genug Antizin auftreiben. Es würde funktionieren. Wir sind ein gutes Team. Scheiße! Lass mich bloß nicht fallen! Alkohol und Dächer sind schlechte Idee. Ich sag's ja, wir sind ein gutes Team. Schau, Rahim, wir haben keinen Sprengstoff. Nichts. Ich hab selbst gebastelt hier Granaten. Allerhöchstens vielleicht sowas wie Spikes Böller. Das Ganze ist unmöglich. Du weißt ja nicht, wie das ist. Ich muss immer zuschauen. Untätig rumhocken, alles mit ansehen und kann nichts tun. Ich will hier nicht sterben, Crane. Nicht so. Nicht hilflos. Wenn ich draufgehe, dann lieber im Einsatz. Was ist das? Ich sollte am Sonntag fliegen. Die Quarantäne ging am Donnerstag los. Hatte schon gepackt. Also gut, ich halte die Augen offen, okay? Wenn ich irgendeine Möglichkeit finde... Was soll's? Boah, alle depressiv. Ach so, sicherer Ort. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Bin ich jetzt runtergefallen? Wieso hält er sich da nicht fest? Nehme ich das? Ich hätte mich erstmal umgeschaut, ob hier einer zuhört. Crane, hören Sie mich. Was wollen Sie, Crane? Ich will, dass Sie wieder Antizin abwerfen. Wenigstens beim Turm. Diese Leute brauchen Hilfe. Sie sind in Harran, um die Datei zu finden, nicht um Mutter Teresa zu spielen. Oder haben Sie sich Rais Vorschlag nochmal überlegt? Vielleicht würde Frau Aldemir ja sogar kooperieren, um ihr Talent auf die Probe zu stellen. Geben Sie uns erstmal Antizin, dann reden wir darüber, was Rais will. Oh, uns also, wie? Nun, wir können Ihre Bitte leider nicht berücksichtigen. Das Verhältnis zum Ministerium ist etwas angespannt. Die Wiederaufnahme der Abwürfe wäre derzeit politisch nicht opportun. Opportun? Ihr verdammten Arschlöcher schießt echt den Vogel ab. Ihr und eure scheiß Datei. Ich finde die Datei, aber ich sehe sie mir gut an. Ich entscheide, was ich damit tun werde. Fickt euch! Ey, meine Fresse, hat sich das jetzt hier ge... Crane, Jade hier. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Guckt euch mal die Füße an, ey. Wir haben nicht viel Zeit, deshalb ohne Umschweife. Ich brauche deine Hilfe. Rais hat eine verlassene Schule in ein Depot umfunktioniert. Und ich vermute, dass er sein Antizin dort lagert. Wir könnten uns hineinschleichen und all die Medikamente besorgen, die der Turm braucht. Verstehst du? Bin dabei. Großartig. Wir treffen uns in einem der Waggons auf der Brücke nahe der Schule. Ist schon gut. Hey, Jade. Falls wir kein Antizin finden sollten, müssen du und ich uns unterhalten. Über was? Jetzt steht erstmal ein Überfall auf Rais Lager an. Dann sehen wir weiter. So Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir gucken uns nochmal unsere Füße an. Wir haben zwei Zehen, ne? So zwei geschwollene Zehen haben wir. Das sieht irgendwie Panne aus, ey. Wie so ein Huftier. Keine Ahnung. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.